Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des Büchsenbusses. Heute haben wir einen spannenden Schritt vor uns. Beide Modelle für die Büchse sind fertiggestellt. Das ist die, die ihr schon kennt aus dem letzten Film. Da hinten ist die zweite, die ich vorgestern fertig gemacht habe. Und heute werden wir die erste und wahrscheinlich zweite Lehmschicht auftragen, um dann hoffentlich in den nächsten 10 Tagen die Gussform fertig zu bekommen. Ich gehe los und hole den Lehm und dann können wir anfangen. Das hier ist jetzt der Lehm für die erste Schicht. Und da sind Fasern drin, das ist Kälberhaar. Sorgt dafür, dass der Lehm beim Trocknen nicht so sehr reißt. Und der Modelllehm ist besonders fein, sodass ich alle Oberflächen... Das ist jetzt für die Oberfläche der allerwichtigste Schritt. Wenn ich hier schlampig bin, dann wird meine Oberfläche hässlich. Erfahrungsgemäß war das den Stückgießern ziemlich egal. Die gelten in der Gießerzunft als die schlampigsten aller Gießer. Wenn die Kanone mehr oder weniger überall gleichmäßig bedeckt ist, kann man natürlich auch die Spindel benutzen, um die Schichtdicke einigermaßen gleichmäßig zu machen. Jetzt kümmere ich mich gleich noch um die zweite Kanone. Ich habe meine Hände eh schon voller Lehm. Und dann kommen wir heute auch noch ein Stückchen weiter. Okay, das war's. Die erste Schicht ist fertig drauf. Sieht relativ unfein aus, aber tatsächlich muss die erste Schicht gar nicht fein auf der Oberseite aussehen. Wichtig ist die Trennschicht zwischen Wachsoberfläche und feiner Schicht. Und dahinter kommt jetzt eine zweite Schicht aus gröberem Lehm, die dann dafür sorgt, dass die Form später auch dem Gießdruck standhält. Okay, kommen wir zur zweiten Schicht. Das gleiche in Rot. Auch in der Mischung hier ist Kälberhaar. Neben anderen Dingen wie Pferdemist und Sand und Ton. Auch bei der zweiten Schicht ist natürlich wichtig, dafür zu sorgen, dass sich die in dem Fall erste und zweite Schicht gut verbinden. Das heißt, ich massiere das ein, dass diese grobe Schicht sich schön mit der feinen Schicht verbindet.